Wer lacht den ganzen Tag und wer isst nur, was er mag? Wer macht viele Streiche und wird nie bestraft? Ja, das ist Kunkum. Wen mag jeder im Dorf? Um wen ist der Vater besorgt? Er hat viele Träume bei Tag und bei Nacht. Ja, das ist Kunkum. Kunkum ist ein Junge mit Herz und Verstand. Er hat viele Freunde in Stadt und Land. Mal heißt der Vater, mal die Mama. Fulful ist die Schwester und alle singen. Kunkum liebt die Wälder, den Fluss und den See. Er spielt gerne draußen bei Sonne und Schnee. Tal heißt sein Bruder, Til seine Braut. Und alle zusammen, wir lieben unseren Kunkum. Nicht Kunkum, nicht zwischen die Lippen. Ach, so ein Mist. Sehr hoch ist aber nicht geflogen. Man muss einfach nur schneller drehen. Oh, schade. Ich glaube, das Ding taugt nichts. Es müsste eigentlich viel höher fliegen. Ach, was verstehst du denn davon, Til? Genauso viel wie du. Was? Du hast keine Ahnung. Ich muss noch was daran ändern. Dann fliegt er gar nicht mehr. Kunkum, bist du immer noch nicht fertig? Du machst da schon ewig dran herum. Das dauert eben seine Zeit. Gut abschleifen. Ich bin gespannt, was die Leute vom Meer diesmal mitbringen. Die bunten Muscheln waren letztes Jahr so schön. Vielleicht haben sie diesmal einen Kamm aus Korallen dabei. Schon möglich. Ich versuche, meinen Propeller gegen irgendwas anderes Tolles einzutauschen. Ah ja? Von mir aus könnten sie jeden Tag kommen. Ach, tja, das ist leider nicht möglich, mein Junge, denn das Meer ist sehr weit weg von hier. Papi, wie sieht das Meer eigentlich aus? Das Meer ist 100-mal größer als der See, in dem unser Saurier lebt. Das Wasser ist ganz blau und da holen sie auch das Salz raus. Du meinst, das Wasser ist ganz voller Salz? Ja, und das Meer ist reich an Lebewesen. Also haben sie immer genug zu essen. So, Schluss, Kunkum. Es ist schon sehr spät. Wir gehen jetzt alle schlafen. Volk noch nicht sehen. Wo, Lon? Das Meer liegt doch in der Richtung. Die müssen von da kommen. Oh, was ist denn das? Ein Vogel, was sonst? Woo!
Seid bei uns willkommen, Häuptling. Lass uns auf unsere Freundschaft trinken, Häuptling starker Arm. Deine Gesundheit. Deine Gesundheit. Guter Fang. Gute Ernte. Auf dich. Auf dich. Deine Familie. Deine Familie. Dein Dorf. Dein Dorf. Und das machen sie nun jedes Jahr. Ich frag mich, warum Männer immer so viel trinken müssen. Und ich frag mich, was in dem großen Korb ist. Toll, da sind vielleicht komische Sachen dabei. Hallo, einen schönen guten Tag. Wie heißt du denn? Kum. Mein Name ist Kum Kum. Und ich heiße Koralle. Ich wohne am Meer. Echt? Ja. Oh, der Krug ist leer. Schluss mit Genuss. Ich könnte noch einen Krug saufen, mein alter Freund. Schön, dich nach so langer Zeit endlich wiederzusehen. Fischer, du alter Gauner, mit dir sauf ich am liebsten. Schön, dass du wieder da bist. Dies Jahr hat uns das Meer überreich beschenkt. Wir sind bereit, das zu tauschen, womit die Erde uns beschenkt hat, mein Freund. Der Markt ist eröffnet. Ja. Hey! Komm mit, ich muss unbedingt von dem Salz probieren. Die sehen aus wie schöne grüne Pflanzen. Was kann man damit machen? Das nennen wir Seetang und man kann es essen. Oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Mein verstorbener Mann hat immer davon gesprochen, dass wir eines Tages mal ans Meer gehen. Das ist getrocknetes Gras. Man kann wunderbar darauf schlafen. Es ist warm im Winter und schön kühl im Sommer. Oder man kann es auch einfach nur auf den Boden legen. Hier, ich nehme den Seetang. Danke. Hilfe, ich sehe nichts mehr. Oh. Koralle. Meinst du mich? Ach du meine Güte. Nee, frech halt. Oh. Und was ist das? Was ist denn das für ein komisches Ding? Hier, mein Junge. Du darfst es ruhig mal anfassen. Ah! Hey, ich gebe dir meinen Propeller dafür. Ah? Nein, das wäre ein schlechtes Geschäft für mich. Ach, das ist wunderschön, Mami. Ja, du hast recht, es passt wunderbar zu deinem Haar. Darf ich es auch behalten? Bitte, Mami, bitte, Papi. Ich tausche das wunderbare Stück gegen ein paar von euren guten Nüssen. So ein kleiner Sack? Meinst du, das wird auch genug sein? Ach, das reicht schon. Der dehnt sich ja. Der Sack ist aus seinem Heimhaken gemacht und da geht jede Menge rein. Da staunt ihr, was? Was soll ich mit dem Ding anfangen? Das kann ich nicht gebrauchen. Das ist ein Propeller. Ich will hier was Nützliches eintauschen und keine Spielsachen, mein Junge. Ich bin kein Junge, ich bin Kum Kum. Entschuldige, Kum Kum. Hm. Ich nehme diesen Haken. Hier ist das genug. Bist du verrückt geworden, Golon? Das ist doch viel zu wertvoll für so einen kleinen Angelhaken. Diese Rehhäute sind sehr schwer zu kriegen, Golon. Oh. Hallo, Koralle. Die schöne Koralle. Ach, du bist es, Kum Kum. Ich habe schon die ganze Zeit nach dir gesucht. Oh, was ist denn das Schönes, Koralle? Eine Schildkröte. Davon gibt's bei uns im Meer ganz viele. Das ist aber ein sehr komischer Fisch. Sie kann sehr gut schwimmen, aber sie kann auch an Land laufen. Ja, sie kann den Kopf einziehen. Und die Beine sind auch weg. So kann die Schildkröte doch nicht schwimmen. Koralle, wie schwimmt sie? So schwimmt sie. Schwimmen, schwimmen. Schwimmen, 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 schwimmen. Wozu braucht man diese Sachen hier, Koralle? Was ist das? Das braucht man für den Walfang. Es ist aus Fischbein. Hä? Das ist der größte der Fische. Er ist größer als ein Elefant. Es sind riesige Fische. Was? So groß? Größer als ein Elefant? Aber bestimmt nicht so groß wie unser Saurier. Ungefähr 100 Männer fahren mit
den Booten raus, um ihn zu fangen. Und dann stoßen sie ihm ihre Waffen in den Leib. Oh. Mann, da würde ich gerne mal dabei sein. Aber wie groß ist denn ein Wal? Ich zeig's euch. Siehst du, so groß ist ein Wal. Golan, heb uns hoch, wir können ihn nicht richtig sehen. Und an so ein Riesentier trauen sich die Fische ran. Stellt euch das mal vor. Ich habe gerade geträumt, dass ich bei einem Walfang dabei war. Gefällt dir das Schwert, mein Junge? Ja, ich will damit einen Wal fangen. Hier, ich gebe dir dafür meinen Propeller. Nein, das Ding ist wertlos für mich. Aber Onkel, wir haben doch noch jede Menge von den Schwertern zu Hause. Bitte. Nein, dafür gebe ich es nicht her. Ich schenke dir den Wal, wenn ich ihn gefangen habe. Ich schlitze ihn auf. Ich mache ihn fertig. Ich schlage ihn in Stücke. Ich zeig's diesem Wal. Halt, Schluss damit, junger Mann. Hä? Man fuchtelt nicht mit dem Schwert so in der Gegend rum, wenn Menschen in der Nähe sind. Das ist sehr gefährlich, mein Junge. Ja. Hallo, Vater. Hier. Die Kette ist aus Nüssen gemacht. Wie gefällt sie dir? Sehr gut, danke. Komm mit, Kum-Kum. Vater, das ist mein Freund Kum-Kum. So, so, der unvorsichtige Schwertschwinger ist also dein Freund. Du möchtest das Schwert wohl haben, was? Ja, bitte, darf ich behalten? Wozu brauchst du denn ein Schwert? Für den Wal, ich will damit einen großen Wal fangen. Einen Wal? Das kannst du nicht. Warum nicht? Weil ein Wal so groß ist, dass dein ganzes Dorf in seinem Bauch Platz hat. Oh. Und aus seinem Kopf bläst er mehr Wasser, als euer größter Wasserfall hat. Mit einem Schwanzschlag könnt ihr alle Hütten in eurem Dorf zertrümmern. Und im Meer gibt es Haie, die haben furchtbare Zähne im Maul. Die fressen nicht nur Fische, sondern auch Menschen. Na, was sagst du jetzt? Willst du immer noch aufs Meer raus? Ja, bitte, ich möchte mit euch mitkommen. Hm? Bitte nehm mich mit. Ich helfe euch, auch den großen Wal zu fangen. Hm? Ha! Und die Haifische erschlage ich alle mit dem Schwert. Also gut, ich werde dich mitnehmen, mein Junge. Ich werde der größte Walfänger des Meeres. Was höre ich? Du willst von hier weg und Fischer werden? Der Fischer sagt, ich darf mitkommen und Wale und Haie jagen. Darf ich, Papi? Was soll der Blödsinn? Du kannst doch Kum-Kum nicht einfach sagen, dass du ihn mitnimmst. Reg dich doch nicht gleich auf. Ich finde, das wäre sehr gut für deinen Sohn. Nein, Kum-Kum ist noch ein Kind und ich lasse ihn nicht weggehen. Du hast einen sehr aufgeweckten Jungen, Scharkearm. Ich würde ihm gerne die Wunder des Meeres und die Tiere, die darin leben, zeigen. Und außerdem kann der Junge durch dieses Abenteuer viel fürs Leben lernen. Vielleicht, das mag schon sein. Aber ein Kind sollte in seiner Jugend zu Hause aufwachsen. Ich habe ja nichts dagegen, dass du ihm was beibringen willst. Aber er ist noch zu jung. Der Junge gefällt mir. Er hat Mut. Ich gebe nicht auf. Du warst schon immer ein sturer Mann, aber ich bin genauso stur. Wie wär's, wenn wir bei den Wettkämpfen nachher einen Zweikampf austragen? Wenn ich den Kampf gewinne, darf der Junge für eine Zeit lang mitkommen. Und wenn ich verliere, bleibt er hier. Was sagst du? Einverstanden. Hast du gehört, wenn mein Vater deinen Vater besiegt, darfst du mit uns ans Meer kommen? Meinst du, dein Vater kann gewinnen? Mein Vater ist sehr stark, deswegen nennt man ihn auch starker Arm. Mein Vater ist aber auch sehr stark. Sag, wann fangen die Wettkämpfe eigentlich an? Das weiß ich auch nicht genau. Das verstehe ich nicht. Was ist so toll an dir? Till, Till, gleich fangen die Wettkämpfe an. Ja, ich weiß noch nicht, für einen Wettkampf.
Netze! Fertig! Los! Kraxa kann gegen das Mädchen nie gewinnen. Wer weiß, Golon, vielleicht kennt sie irgendeinen Zaubertrick. Ach du meine Güte, ist das hoch! Oh, mir wird so schwindelig. Fischerhäuptling schlägt. Na klar schlägt Nur er ihn. Keine Sorge, ich weiß genau, dass mein Vater gewinnen wird. Sicher. Und nun kommen wir zu dem letzten Wettkampf, Freunde. Auf dieser Seite Gilbon, der Häuptling der Fischer. Viel Glück, du musst gewinnen, Vater. Und auf der anderen Seite tritt unser Häuptling zum Kampf an. Papi, du wirst nicht gewinnen. Los, Fischer, zeig, was du kannst. Warte. Los, ran, Häuptling, zeig deinem Fischer, wer stärker ist. Warte, greif ihn an, Vater. Los, mach ihn nieder, Fischer, schlag zu. Robert! Au! Halt endlich das Maul, du bist eine Schande für das ganze Dorf. Ja, ein Verräter. Ruhe, ich bin der große Walfänger. Noch ein Wort und du bist der große Ohrfeigenfänger. Es geht weiter. Wir ringen. Fischer! Du gewinnst! Nicht nachlassen! Halte durch, Vater! Zwing ihn in die Knie, Fischer! Jetzt zeige ich dir! Ich habe ja nichts dagegen, dass du ihm was beibringen willst. Aber er ist noch zu jung. Der Junge gefällt mir. Er hat Mut. Kum-Kum ist noch ein Kind und ich lasse ihn nicht weggehen. Ein Kind sollte in seiner Jugend zu Hause aufwachsen. Also auf Wiedersehen. Mach's gut, starker Arm. Du auch. Auf Wiedersehen. Du hast dich selber entschlossen, bei deinem Vater zu bleiben, Kum-Kum. Du musst ihm immer gehorchen. Ja, das mache ich ganz bestimmt. Gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Koralle. Wenn ich groß bin, besuche ich dich ganz bestimmt mal. Einverstanden? Einverstanden. Hier, Till-Till. Ein kleines Abschiedsgeschenk. Was? Du schenkst mir die schöne Schildkröte? Vielen Dank. Ich hoffe, wir bleiben Freunde. Es geht los, wir brechen auf.